Hallo und herzlich willkommen zu dem Let's Play Brickforce. Jo, aber diesmal nicht aus dem Dingsbums-Modus, sondern aus dem Baumodus. Denn wir bauen uns eine Map. Jo, 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 ich pack mir den Kakao. Nämlich, ich suche mir jetzt irgendeinen Punkt. Weißt du was? Wir machen eine neue Map auf. Das heißt, das wird erstmal eine Menge. TerraCrafting, juhu! Moment. Jetzt brauche ich erstmal einen coolen Namen dafür. Die soll ja irgend so eine Art Nuketown. Nuketown sein. Nuke. Town. Nein, ich hab verkackt. Und die Map wird nochmal neu erstellt. Nuketown. Nuketown. So, ich will nämlich helle Welt. Und was will ich als erstes abbauen? Ich möchte ein bisschen Stein abbauen. Aber ich habe vergessen, meinen Jackpick anzuziehen. Dann machen wir das ja auch eben. Werkzeugkiste. Meine Outfits. Werkzeugkiste. Warum ist der Scheiß nicht hier drin? Ach, da ist es ja. Was mache ich jetzt? Ach so, genau. Eine Map bauen. Nuke Town. So. Passt. So, dann wird jetzt erstmal schön gebaut. Okay, wie groß soll denn so eine Nuketown Map werden? Also erstmal, um noch coole Features einzubauen, baue ich hier erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist jetzt erstmal die Höhe. Auf dieser Höhe werde ich anfangen zu bauen und den Rest werde ich jetzt erstmal wegbauen. Das könnte jetzt ein bisschen langweilig sein. Nein, ist nicht. Das könnt ihr wenigstens mal sehen. So baut man eine Map komplett mit der kompletten Spielzeit. Und so lange dauert auch der ganze Scheiß. Ja, und was ich so sage, lol, ich hätte vorher vielleicht mal die Kommentare checken sollen, was die vielleicht gesagt haben. Jo, und wer ist es durch den Kommentar, der mir geschrieben wurde, halt, den ich schon lange gelesen habe? Hier ist das Baumodus ist halt nicht kaputt, wie man gerade auch sehen kann. Haha, nee, der Baumodus ist in Wirklichkeit kaputt. Ich habe hier nur so, wie heißt das, so ein. Das sind ganz alte Aufnahmen. Und woher weiß ich, dass ich das ganz alte Aufnahmen sind? Ich bin noch nicht so schlau und nehme was im Voraus auf. Ich auch so gerade so, hab so ein Nickerchen. Ich habe mich gerade einfach nur ins Bett gelegt, weil ich war erledigt. Was ist? Wenn man sich ins Bett legt, schläft man natürlich ein. Und das ist mir auch passiert. Oh, und dann wache ich so auf. Lol, jetzt nächster Morgen? Nein. Aber ich dachte mir so, okay, ich schläf's einfach weiter. Und ich so. Nein, du hast noch keinen Breakforce aufgenommen. Toll! Du darfst jetzt aufstehen und Breakforce aufnehmen. Weil ich will es täglich durchhauen. Es ist zwar mehr eine Qual als Spaß, aber ich will es durchhauen. Böd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 
Schießen, ja genau, auf so viele Runden schießen, kommen dann auch noch ein paar Runden bauen. Ich baue mir gleich einen Kakao. Yo, 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 ich pack mir einen Kakao. Boah, krass. Die Map wird hart episch. Sowas hätte man natürlich auch vorbereiten können, aber wie schon gesagt, ich mag Breakfast nicht unbedingt. Besonders die Map wird eh nie gespielt werden. Einfach aus dem einfachen Grund, es sind die Leute da, die mit mir spielen wollen. Nee, generell, weil die Server einfach so richtig so nö sind. Oh, wie ein Labyrinth. Oh, Leute, ich bin rausgekommen. LOL! Ich habe einen Kreis gebaut. Oh, na, 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 na. Ich wollte auch eine mega krasse Troll-Map bauen, indem ich einfach die Spawns immer in der Luft setze, sodass immer alle automatisch runterfallen. Obwohl, ich mache demnächst einfach so eine Map, die nennt sich einfach Luftkampf. Da baue ich einfach eine Map. Ja, das war's. Ich baue eine Map. Da baue ich einfach eine Map, wo sie von ganz oben runterfallen, aber mit 100% Gravitation. Sie fallen so runter und können dann einfach die ganze Zeit in der Luft schießen und so. Aber sterben nach, keine Ahnung, 15 Sekunden automatisch. Oh, das wäre cool. Aber auch eine hart behinderte Map wäre es dann. Ey, hinter mir. Und quasi könnte man sagen, der Baumodus ist auch eine Art Shooter, weil ich schieße die ganze Zeit so Blöcke ab und die können mir nichts entgegensetzen. Ich mache die ganze Zeit Brickshot gegen die. Ey, und die können echt nichts. Generell finde ich wie heißt es, diese Vorlagen, ey, diese hier hast du eine komplette Platte fertig oder diese fünf, die noch oder diese Maps, die fünf Bricks in die Tiefe und die fünf Platten in die Tiefe gehen, ey, den denke ich mir so, Alter, warum könnt ihr nicht einfach sagen, dort ist ein Brick und dann baut man was? Wäre viel sinnvoller anstatt direkt, jo, ihr habt jetzt mal 20.000 Bricks, die kann eh niemand laden, jo, viel Spaß beim Abbauen. Aber wir sind ja gleich schon fertig. Wow, wir haben gleich die Folge fertig, indem wir nur angefangen haben, überhaupt ein, wie heißt es, etwas aufzubauen. Okay, so. Nur so, das hier ist unser. Oh, nee. Um die Base 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla, mir egal. Ja, sollte auf jeden Fall reichen. So, das hier ist unsere. Leute, ich denke die ganze Zeit, wie heißt es umgekehrt? Ich will die ganze Zeit mit den anderen Mausbutton was klicken. So, hier erstmal diese Line aufbauen. So, das ist unsere Plattform, worauf wir bauen. Zur Kennzeichnung baue ich hier eine Deco-Brick hin. Blume. Boah, lol, die kenne ich ja gar nicht. Haha, die kann man ja super zusammenbauen. Ja, muss ich so nehmen. Dann so und dann. Ja, so halt nicht. Und tada, man hat so dann so. Okay, lassen wir das. Ob man die irgendwie sinnvoll. Oh ja, jetzt! Ich hab's. Ich weiß, wie man die sinnvoll einbenutzen kann. Aber Triple. So, jetzt erstmal. Da haben wir ganz unten einen.
Und jetzt kommen wir erstmal zur Outline. Die bauen wir am besten in Fabric Schwarz. Das alles, was wir jetzt gerade nur so aufbauen, sind nur so ein paar Hinweise, damit später einfacher wird. Und ja, etwas zu bauen. Ich bin mal gespannt, ob diesmal keine Krüppel mehr braus wird. Weil sonst waren meine Maps immer so richtig hart krüppelmäßig. Ja, bis auf Iceland, das fand ich echt ein, echt, was, das fand ich echt eine coole Map. Also das war echt die beste Map, die ich mit der Community jemals zusammengebaut habe. Das Geile war, diesmal habe ich sogar nicht alles alleine zusammenbauen müssen. Und die Map sah hinterher sogar noch gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt haben wir auch gleich schon die Outline fertig. Die sind wie die Outliners. Und das ist wie ein krasses Spiel, wo man muss richtig in der Mitte treffen, damit man keine Bricks verschwendet. Und ich werde auch diesmal einfach mal versuchen, Brick sparen zu bauen. Das heißt, Bricks, die man eh nicht sieht, baue ich dann einfach wieder ab. Perfekten Platz genommen und so, jetzt hätten wir die Outline fertig und jetzt heißt es wieder abbauen. Beziehungsweise jetzt zählen wir noch kurz aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 50. Boah, habe ich darauf keine Lust. Hätte ich das auch ganz einfach anders machen können? Sag jetzt nicht, ich bin behindert. Ich dachte schon jetzt, ey. Ach nö, ich jetzt einfach. Ach, oh, das ist doch. Okay, das war's von dieser Folge. Wir speichern noch eben einmal ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Man. Tschüss.